Verrückte Autos, verrückte Typen. Diese Farm in Kanada ist ein Spielplatz für Erwachsene. Und mittendrin der Erfinder der genialen Kisten. Klar, manche halten mich für verrückt. Ich sehe mich aber eher als Exzentriker, als Genie. Ganz durchgeknallt bin ich mich noch nicht. Das Video seiner wildesten Kreation, millionenfach im Internet runtergeladen. Der Redneck Rollercoaster, das ist ein Chevy Cavalier, dessen Innenraum Dave mit Hilfe eines Stahlgerüsts gut 2 Meter in die Höhe verfrachtet hat. Lenken, bremsen, Gas geben, alles auf der luftigen Höhe eines Schwertransporters. Gerade mal 5 Tage hat Dave Rock gebraucht, um den Wagen von innen nach außen zu krempeln. Die größte Herausforderung, die Lenkstange. If it was a direct connection, the steering would be in reverse. Die Lenkstange geht bei dieser Konstruktion ja in die falsche Richtung. Ich musste die Energie, die das Lenkrad nach vorne abgibt, also nach hinten in Richtung Vorderachse umlenken. Und das habe ich mit diesem Getriebe gemacht, das ich aus einer Waschmaschine ausgebaut habe. Das funktioniert ganz wunderbar. Vor 2 Jahren hat Dave den Rollercoaster gebaut. Seitdem treffen sich jedes Wochenende ein paar Dutzend Autoverrückte auf seiner Farm. Die Plätze ganz oben sind am beliebtesten. Vor allem, wenn Dave bei 40 Sachen voll in die Eisen steigt. Der Unterbau bremst, der Aufbau nicht. Der aufgebockte Innenraum schnellt nach vorne und nach unten. Das Gefühl gleicht einer Achterbahnfahrt. Deswegen also Rollercoaster. Aus dem Stand funktioniert es auch beim Rückwärtsfahren. Doch nur Achterbahnfahren reicht Daves Freunden an diesem Samstag nicht. Es geht auf in die Hügel zum Autospringen. Mit alten Schrottkisten, die Dave regelmäßig geschenkt bekommt. Sky Hill haben sie den Hügel mit der 50-Grad-Neigung getauft. Jasmine ist an der Reihe. Es ist ihr erstes Mal auf dem Sky Hill. Mein Freund würde mich umbringen. Oh Gott. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Während Jasmine noch zögert, verstaut Dave seinen Rollercoaster. Er will seinem Publikum seine neueste Konstruktion vorführen. Dieses Ding hier nenne ich den Höllen-Pontiac. Die Karre hat mich jahrelang genervt. Letztes Jahr hatte ich endlich alles repariert und dann ging die verfluchte Benzinpumpe kaputt, mitten auf der Autobahn. Ich war so stinksauer, dass ich die verdammte Kiste einfach in der Mitte durchgesägt habe. Wenn ihr denkt, dass der Rollercoaster verrückt war, dann wartet mal ab. Das hier ist das irreste Auto auf der Farm. An das halbe Auto hat Dave ein drittes Rad geschraubt. Der Pontiac ist so leicht, dass er beim Gasgeben und Bremsen sofort kippt. Zur großen Freude von Daves Fangemeinde. Er ist einfach genial. Was wir hier machen, ist für den normalen Verkehr echt zu krass. Aber auf der Farm geht alles. Von Montag bis Freitag ist Dave ungenießbar. Aber am Wochenende, da ist er unser Held. Und der Held macht sich auf zum Sky Hill. Den Sprung von Jasmine will er miterleben. Denn sie ist mittlerweile wild entschlossen.
Das war ja ein Riesensprung. Ich hätte nie gedacht, dass du so Vollgas geben kannst. Schaut mal, wie sie zittert. Oh mein Gott. Sie hat soeben ihre Farmunschuld verloren. Ich bin schwer beeindruckt. Ein wichtiger Schritt für Jasmine. Denn vielleicht darf sie ja bald auch mal selbst Daves berühmten Rollercoaster fahren.